Und wir blicken ins Parlament. Dort findet ja heute der umstrittene Besuch des ungarischen Premierministers Viktor Orban beim neuen Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz statt. Und für uns im Parlament ist unser Puls24-Reporter Paul Bartruel. Paul, du hast den Besuch für uns beobachtet. Wie war denn die Stimmung zwischen Orban und Rosenkranz? Also was man beobachten konnte, Orban und Rosenkranz waren ja umringt von Fotografen und Kamerateams, als sie hier den Weg entlang gegangen sind, hier hinter mir dann im sogenannten Empfangssalon verschwunden sind. Da hat man sich zumindest nach außen hin gut gelaunt gezeigt, aber da ist viel gelächelt worden. Rosenkranz hat Orban wohl ein bisschen erklärt, auch das Parlament, wie es hier genau abläuft, wo wir hier sind, die Örtlichkeiten. Meines Wissens nach war Orban tatsächlich hier in dieser Halle quasi noch nie. Ich glaube, er ist auch von seinem Vorgänger von Wolfgang Sobotka nicht eingeladen worden. Der war natürlich oft in Wien zu Gast bei diversen Staatsbesuchen, aber meistens im Bundeskanzleramt. Ja, und dann hat man sich freundschaftlich begrüßt, wie gesagt, begleitet durch ein sehr, sehr großes, auch internationales Medieninteresse. Und das Empfangskomitee, das bestand ja de facto nur aus FPÖ-Politikern. Rosenkranz ist flankiert worden von Herbert Kickl, von Christian Hafenecker, von Susanne Fürst, aber auch der EU-Abgeordnete der Freiheitlichen Wilimski war da zu Gast. Also Orban ist quasi von politischen Freunden, das muss man so sagen, hier im Parlament empfangen worden. Dementsprechend gut wird auch die Stimmung gewesen sein. Die Fidesz-Partei, der Orban ja angehört, die ist ja mit der FPÖ gemeinsam in einer Fraktion auf europäischer Ebene. Da hat man gemeinsam eine neue Rechtsfraktion gegründet. Also man hat da politisch sehr viele Gemeinsamkeiten. Dementsprechend nehme ich an, ganz gut ist die Stimmung auch momentan hinter uns, hinter den verschlossenen Türen, wo dieses Gespräch gerade stattfindet. Die Aufregung um den Orban-Besuch heute ist groß, vor allem bei der SPÖ, den Grünen und den Neos. Man muss aber auch sagen, Viktor Orban ist der Premierminister eines EU-Landes, das aktuell auch den Ratsvorsitz hat. Ist die Aufregung daher gerechtfertigt? Das ist schwierig einzuschätzen. Das hängt eben davon ab, welche politische Lager man befragt. Viele finden es natürlich befremdlich, dass Rosenkranz nach einer recht versöhnlichen Rede, als er letzte Woche zum Nationalratspräsidenten gewählt wurde, quasi gerade als ersten Besuch den eben auch in Europa nicht unumstrittenen Politiker Viktor Orban einlädt. Das ist bis zu einem gewissen Grad einem Zufall geschuldet, muss man sagen. Der Besuch Orbans in Wien, der war schon viel, viel länger geplant. Orban ist ja heute Nachmittag um 16 Uhr bei einer Diskussionsveranstaltung mit Gerhard Schröder beispielsweise, auch als Mitdiskutant, wo es um das Thema auch Russland geht. Und da ist die Gelegenheit offenbar einfach genutzt worden, sozusagen, dass man hier diesen Besuch stattfinden lässt. Du hast schon angesprochen, das internationale Interesse, also das Interesse internationaler Journalistinnen und Journalisten an dem Besuch ist groß. Wie wird denn der Besuch im Ausland wahrgenommen und könnte er Österreichs Ansehen schaden, beziehungsweise wie empfangen denn andere EU-Länder Viktor Orban? Viktor Orban wird in allen europäischen Ländern natürlich empfangen. Er ist, du hast angesprochen, das Staatsoberhaupt eines europäischen Mitgliedslandes, hat den Ratsvorsitz momentan inne. Und da gibt es sehr viele unterschiedliche politische auch Färbungen natürlich in den unterschiedlichen europäischen Ländern. Dass Österreichs Ansehen in der Europäischen Union dieser Besuch schadet, glaube ich persönlich eher nicht. Das ist, wie gesagt, unter Anführungszeichen ein relativ normaler Vorgang. Man weiß um die politische Nähe zwischen der FPÖ beispielsweise und der Fidesz und anderen rechten Parteien in Europa. Vielen Dank, Paul Bartruel, für diesen Live-Bericht aus dem Parlament. Und ich begrüße